Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Loxon Explained, dem Format für alle Technikbegeisterten, Loxon-Partner und alle die, die es noch werden wollen. Die Veröffentlichung unserer kostenlosen Loxon Config 13 hat einige wegweisende und innovative Features im Gepäck, welche die Welt wieder ein Stück smarter machen. Eines davon stelle ich Ihnen heute vor, den Multiplikator. In den Bereichen Hotels, Bürokomplexe, mehrgeschossigen Wohnbau, Schiffskabinen etc., also Projekte, in denen man die gleiche Konfiguration groß skalieren muss und viele Miniserver im Einsatz sind, war es bisher nicht immer so einfach, die gleiche Konfiguration zu überspielen. Deshalb haben wir mit dem Multiplikator ein Werkzeug entwickelt, das genau dies zukünftig maßgeblich vereinfacht. Konfigurationen können von nun an problemlos auf mehrere Miniserver übertragen werden, ohne an Flexibilität zu verlieren. Jeder Miniserver, auf den eine übergreifende Konfiguration überspielt wird, kann natürlich auch individuell weiter bearbeitet werden. Beispielsweise in Hotels werden zukünftig einzelne Zimmer mit einem Miniserver Compact ausgestattet. Um hier dieselbe Konfiguration aller Zimmer zu übertragen, eignet sich der Multiplikator perfekt. Und wie dies nun im Detail aussieht, zeige ich Ihnen jetzt. Ihr vorhandenes Projekt können Sie mit einem Klick auf den entsprechenden Button in ein Multiplikator-Projekt konvertieren. Achtung! Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden. Nun erhalten Sie zusätzlich in einem Fenster einige Informationen zur Verwendung von Multiplikator-Projekten. Ist das Projekt konvertiert, sehen Sie im Peripheriebaum ganz oben alle verwalteten Miniserver und können Ihre Benutzer und Kennwörter angeben. Mit einem Klick auf Miniserver verwalten können Sie weitere Miniserver suchen und hinzufügen bzw. löschen sowie alle Miniserver des Multiplikator-Projekts gleichzeitig updaten, Backups anlegen, die Backup-Einstellungen ändern und diverse Informationen rund um die Miniserver einsehen. Durch einen Klick auf In Miniserver speichern können Sie Ihr aktuell geöffnetes Projekt auf alle hinzugefügten Miniserver überspielen. Übrigens können Sie auch ganz einfach Seiten und Geräte in Ihrer Konfiguration für bestimmte Miniserver ausschließen, sodass diese nicht mit übertragen werden. Dies macht beispielsweise dann Sinn, wenn Sie zwar grundlegend das gleiche Projekt nutzen möchten, aber in einigen Installationen nicht alle Geräte vorhanden sind. Wir speichern das Projekt in den Miniserver und verbinden uns anschließend mit diesen. Es öffnet sich ein neues Projekt, das die Konfiguration des Miniservers enthält. Nun sehen wir sofort, dass der Miniserver von einem Multiplikator-Projekt verwaltet wird. Nehmen wir nun Änderungen an diesem Projekt vor, wird dies sofort optisch gekennzeichnet und zusätzlich können wir uns in einer Übersicht die Abweichungen vom Multiplikator-Projekt anzeigen lassen und wieder auf das Multiplikator-Standardprojekt zurücksetzen. Wie Sie sehen, ist es zukünftig kinderleicht, Konfigurationen miniserverübergreifend mit dem Multiplikator zu übertragen. Möchten Sie alle Neuerungen rund um die Highlights der neuen Loxon Config 13 mit der zugehörigen App auf einen Blick sehen, empfehle ich Ihnen hier dieses Video. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lassen Sie einen Daumen nach oben da und damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.